Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIB2. Ist das gesamte Ibiza-Video wirklich entlastend für Heinz-Christian Strache? Offenbar nicht. Ich will so eine Rolle wie Orban, hat Strache auf Ibiza der falschen Oligarchin erklärt. Nun hat auch der Kurier das gesamte Material gesehen. Und in unserer Interviewserie zur Wienwahl ist Straches Nachfolger als Wiener FPÖ-Chef Dominik Knepp live im Studio. Ungebetener Gast, entgegen der Bitten von Gouverneur und Bürgermeister, ist Donald Trump heute nach Kenosha gereist, das seit Tagen von Zusammenstößen erschüttert wird. Glücklich ist, wer vergisst, dass noch immer Corona ist. Mit einer Aufführung der Fledermaus hat die Wiener Volksoper heute Abend als erstes Bundestheater wieder aufgesperrt. Ein knappes Jahr, nachdem das Ibiza-Video bekannt geworden ist, hat es im April auch die Polizei bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt. 190 Seiten ist die Abschrift des 7-stündigen Videos lang. Aber die Abgeordneten im Ibiza-Untersuchungsausschuss sollen nur 50 Seiten davon bekommen. Die restlichen 140 Seiten haben die Staatsanwälte geschwärzt, weil sie strafrechtlich nicht relevant wären. Im Gegensatz zu den Abgeordneten hat jetzt allerdings der Kurier nach eigenen Angaben das gesamte Material gesichtet. Und im Gegensatz zu dem, was Heinz-Christian Strache behauptet, klingt das gar nicht entlastend für ihn. Jedenfalls politisch, auch wenn es juristisch problemlos ist. Manche reden viel, wenn der Tag lang ist. Und der Tag, besser gesagt, die Nacht auf Ibiza war sehr lang. Die Tageszeitung Kurier berichtet heute Abend, dass sie Einblick in das gesamte Videomaterial bekommen hat. Vieles davon ist ja schon bekannt. Der Kurier zitiert aber auch neue Details. Neben den bekannten Hauptthemen Kronenzeitung und Parteispenden spricht Strache während der 7 Stunden in der Villa auch über seine politischen Ziele und wie er Österreich verändern will. Sein großes Vorbild, Viktor Orban. Ich will so eine Rolle wie Orban. Der Orban rockt das Land. Und Strache will Österreich langfristig in das Visegrad-Bündnis, bestehend aus osteuropäischen Staaten wie Ungarn und Polen, einordnen. Wir wollen in die Visegrad-Gruppe hinein und wollen uns sehr stark Richtung Osten öffnen und Gegengewicht zu dieser dekadenten westlichen EU sein. Im Osten Europas sind die Menschen normal. Wir haben die Dekadenz im Westen. Strache rechnet sich in jenem Sommer, wenige Monate vor der Nationalratswahl, jedenfalls gute Chancen bei der Wahl aus, was die falsche Oligarchin etwas sarkastisch kommentiert. Also, wir wollen Erster sein. Ganz offene Antwort. Ich möchte auch Kosmonautin sein. Zuletzt haben Profil, Standard und auch die ZIB2 von dieser Abschrift des Videos berichtet. Von den 190 Seiten sind 140 vollständig geschwärzt. Die Ermittler haben nur jene Stellen lesbar gelassen, die aus ihrer Sicht strafrechtlich relevant sind. Dass der Kurier nun das gesamte Video gesehen haben will, irritiert am Abend die Opposition im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Neos und SPÖ fordern auf Twitter erneut, dass auch dem U-Ausschuss das gesamte Video vorgelegt wird. Empört ist auch der Anwalt von Heinz-Christian Strache. Also wenn es wirklich der Wahrheit entspricht, dass der Kurier das Gesamtmaterial einsehen konnte, dann wäre das ein Skandal der Sonderklasse. Nicht einmal meine Mandanten als Betroffenen wurde diese Möglichkeit bis dato eingeräumt. Wir hatten bis dato nur die Möglichkeit, in Teile des Videos Einsicht zu nehmen, und zwar in jene Teile, die die jeweilige Staatsanwaltschaft oder die WKStA zum Akt genommen hat. Sein Mandant Strache ahnte 2017 auf Ibiza jedenfalls nicht, dass seine Karriere in der FPÖ wegen jener Nacht je enden wird. Ich habe meine Nachfolger aufgebaut, Norbert Hofer oder Gudenus. Mit einem starken Norbert Hofer an meiner Seite lohnt es sich nicht, mich zu liquidieren. Solange ich nicht tot bin, habe ich die nächsten 20 Jahre noch das Sagen. Ein gewaltiger Irrtum, wie sich knapp 2 Jahre nach jener langen Nacht auf Ibiza herausstellt. In Wien hatten Strache und Gudenus nicht Hofer, sondern einen anderen Nachfolger aufgebaut, ihren engen Vertrauten Dominik Knepp. Knepp war in den letzten Jahren Finanzreferent der Wiener Partei und Vizebürgermeister, weil dieses Amt der FPÖ seit ihrem Wahlerfolg von 2015 rechnerisch zusteht. Damals haben die Freiheitlichen, noch mit Strache als Spitzenkandidat, fast 31% geschafft, ihren größten Erfolg bisher. Aber der wird sich laut allen Umfragen nach Ibiza-Video und Spesen-Affäre nicht annähernd wiederholen lassen. Schon jetzt steht also fest, dass FPÖ-Chef Knepp am 11. Oktober der große Wahlverlierer sein wird.
Wenn die Freiheitlichen nur die Hälfte ihrer Wähler verlieren, wäre das schon ein Erfolg. Wie überall in Wien ist es an einem Regentag wie heute auch hier eher ungemütlich. In Simmering, dem Bezirk, in dem die FPÖ vor 5 Jahren noch 42% ihrer Stimmen geholt hat. Seither stellt sie nach jahrzehntelanger roter Herrschaft hier den ersten und einzigen blauen Bezirksvorsteher. Was sich verändert hat? Ich meine, da sind Palmen hergekommen, ansonsten habe ich da irgendwie nie keinen Unterschied zur SPÖ. Das hört wahrscheinlich weder die eine noch die andere Partei gern. Eine ganze Weile hat die FPÖ ja erfolgreich im Wählerinnenpool der SPÖ gefischt. Und dann kam Ibiza. Das Drama um den ehemaligen Parteichef Strache beginnt sich zu entspinnen. Unsummen an Spesen, die die Stadt-FPÖ bereitwillig bezahlt hat. Und dann tritt er auch noch mit einer eigenen Partei an. Das Team Strache kostet natürlich der FPÖ Stimmen. Allerdings hat man diese Stimmen schon im Ibiza-Jahr 2019 verloren. Entweder weil sie durch Gesamtenttäuschung über die FPÖ inklusive Strache ins Nichtwählerlager gegangen sind und kaum zurückholbar sind. Oder weil sie jetzt Strache wählen. Oder weil sie jetzt ÖVP wählen. Oder mit der FPÖ einfach nichts anfangen können. Sie reden zwar gut, aber es ist leider nichts dahinter. Ja. Das Phrasendrescher und die Unaufrichtigkeit und das ganze Verlogene, ich mag das nicht. Wer die Partei schon oder wieder mögen dürfte, ist Ursula Stenzel. Noch im Mai hatte sie ihren Rückzug bekannt gegeben. Jetzt tritt sie bei den Bezirkswahlen doch für die FPÖ an. In der Wiener Innenstadt. Dort, wo sie vor einem Jahr viel Kritik für ihre Teilnahme an einer Kundgebung der rechtsextremen Identitären bekommen hat und das nicht bereut, wie sie heute sagt. Auch thematisch positioniert sich die FPÖ im Wiener Wahlkampf wieder deutlich rechts. Die FPÖ hat ein Metathema, mit dem sie erfolgreich war. Das war das sogenannte Ausländerthema. Ausländer würden zu einer schlechteren Situation in Schulen in Wien führen, würden Arbeitsplätze wegnehmen, letztlich sogar für Verkehrsstaus verantwortlich sein. Nun haben sie eben das Coronavirus gebracht. Das in Verbindung mit Religion, sprich Islam, wird auch das FPÖ-Thema im Wahlkampf sein. Und dann ist da noch eine altbekannte Feindin, die EU. Sollte es weiterhin gegen EU-Recht verstoßen, dass österreichische Staatsbürger bei Sozialleistungen bevorzugt werden können, dann müsse man über einen Austritt diskutieren, sagt der Spitzenkandidat. Die Welt der FPÖ ist eben doch mehr Simmering als Brüssel. Und in unserer Interviewserie zur Wiener Wahl begrüße ich den FPÖ-Spitzenkandidaten Dominik Knepp jetzt live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Grüß Gott, schönen guten Abend. Herr Knepp, Sie waren mit Herrn Strache ja auch einige Male auf Ibiza auf Urlaub. Und nach dem Ibiza-Video haben Sie gesagt, das war ein politischer Auftragsmord. Strache sei Ihr politisches Vorbild. Und Sie, Strache und Gudenus, würde nicht nur jahrelange politische Erfolge verbinden, sondern auch, Zitat, Freundschaft. Daran werden auch die jüngsten Vorfälle nichts ändern. Ich nehme an, das ist mittlerweile anders, aber warum eigentlich? Jawohl, sehen Sie, es hat sich ja viel danach auch ergeben. Und am Anfang hat das natürlich so ausgeschaut, als ob das ein politischer Auftragsmord war. Aber es haben sich dann durch diese Ermittlungen viele andere Sachen ergeben, unter anderem auch dieser Spesenbetrug. Und da muss man natürlich sagen, dass sich auch bei Freundschaft, da gibt es oft gute Zeiten und schlechte Zeiten, aber bei Betrug, wenn man die eigenen Leute betrügt, dann hört sich aber auch bei mir die Freundschaft auf. Gut, diesen Spesenbetrug bestreitet Herr Strache kategorisch. Allerdings hat er laut verschiedenen Anzeigen als Vizekanzler von der Wiener FPÖ nicht nur 2.500 Euro im Monat Mietzuschuss bekommen, das ist ja völlig unbestritten, sondern auch massenhaft Spesen verrechnet von Handyspielen um tausende Euro im Monat, Swimmingpool-Reparaturen, Nachhilfestunden für seine Kinder, Taxirechnungen für die Familie und so weiter und so fort. Die Liste ist fast endlos. Jetzt waren Sie aber in den letzten 4 Jahren Finanzreferent der Wiener FPÖ. Warum haben Sie das alles genehmigt? Schauen Sie, Herr Wolf, dieser Mietkostenzuschuss, den Sie auch schon eingangs erwähnt haben, der wurde 2008 beschlossen. 2008, da gab es mich in der FPÖ noch gar nicht und das waren andere Herrschaften, die das damals beschlossen haben. Und ja, im Nachhinein muss man ehrlich sagen, das war ein Fehler. Aber ich habe damit aufgeräumt. Ich bin der, der das gestoppt hat. Und sobald ich in der Verantwortung war und auch die Kompetenz hatte als Landesobmann, hat diese Systemstrache aufgehört. Und so etwas wird es in Zukunft in meiner Wiener FPÖ auch nicht mehr geben. Aber das stimmt doch so nicht. Sie waren schon lange Finanzreferent, als Herr Strache Vizekanzler geworden ist. Der höchstbezahlte Regierungsmitglied der FPÖ. Und Sie haben ihm weiter einen Mietkostenzuschuss bezahlt. Herr Wolf, wie ich schon gesagt habe, der wurde 2008 beschlossen. Und dieser aufrechte Beschluss gilt. Aber die Beschlüsse in der FPÖ sind eingemeißelt. Kann man nicht mehr ändern. Aber Sie kennen schon die Struktur einer Partei, da gibt es den Obmann und der Obmann entscheidet. Ja? Und es schaut ist aber so aus.
Ja, es schaut aber so aus, Herr Wolf, dass es ja nicht um diesen Mietkostenzuschuss geht. Es gibt ja noch viel mehr drumherum. Und das ist ja dieser Kriminalfall, dass sich jemand, der durch gefälschte Rechnungen sein Privatleben, sein Luxusleben finanziert hat. Und da, und das möchte ich auch jetzt klipp und klar sagen, sind wir Geschädigte. Wir sind als Partei Geschädigte. Und wir werden uns jeden Cent zurückholen. Und Täter in dem Fall und Beschuldigter ist Heinz-Christian Strache, aber nicht die FPÖ. Jetzt hat der Strache ja damit begründet, dass andere FPÖ-Politiker mehr verdient hätten als er als Obmann, und das sei nicht gerecht gewesen. Und deswegen hat er diese 2.500 Euro Zuschuss bekommen. Die Wiener FPÖ scheint ziemlich großzügig mit ihren Funktionären zu sein. Nein, und dieses System gibt es auch nicht mehr. Das war ein altes System Strache, wo es auch für, vielleicht für gewisse Funktionen auch gewisse Gebühren gegeben hat oder Repräsentationsaufwendungen. Aber in meiner FPÖ, und das möchte ich nochmal betonen, dass ich damit aufgehört habe, ich habe aufgeräumt, ich habe das gestoppt, und so etwas gibt es bei mir nicht mehr. Herr Strache hat eine sehr teure Rolex, von der er früher gerne erzählt hat, dass ihm die Parteifreunde geschenkt haben aus Dankbarkeit für seine Wahlerfolge. Können Sie ausschließen, dass diese Uhr aus Parteigeldern bezahlt wurde? Also ich kann Ihnen ausschließen, dass das bezahlt wurde, weil sich so eine Rechnung innerhalb auch der FPÖ nicht befindet. Was allerdings eben interessant ist, ist diese Fälschung, dass oft mit plausiblen Rechnungen Privat-Luxusgegenstände bezahlt wurden. Und das ist eben dieser Kriminalfall. Aber wie gesagt, da sind wir eben beschuldigt in diesem Verfahren und Heinz-Christian Strache ist hier Täter. Es ist interessant, dass Sie das so klar sagen, dass das so sei, weil Herr Strache bestreitet das ja kategorisch, dass das so ist. Sie werfen ihm ein Verbrechen vor. Wenn das nicht stimmt, ist es Verleumdung. Da werden Sie verurteilt dafür. Ja, schauen Sie, das ist ja dieser gesamte Strafakt. Und wenn man sich den auch einliest, und der ist jetzt nicht nur bei uns, weil wir als Geschädigte natürlich Einblick haben, sondern auch schon bei zahlreichen Medien, und es kommt auch alles an die Öffentlichkeit, da sieht man eben ganz genau, auch wie haarscharf immer die FPÖ geschaut hat, dass eben nicht Privataufwendungen gezahlt wurden. Und jetzt steht dieser Vorwurf im Raum, und der erhärtet sich vehement durch diese gesamte Belegensammlung, dass eben Privataufwand verrechnet wurde der Partei durch gefälschte Rechnungen, die plausibel erklärt waren. Sehr scharf haben Sie nicht geschaut, weil die Miete von Herrn Strache ist ja sehr wohl ein Privataufwand gewesen. Das ist ja völlig unbestritten, dass Sie das bezahlt haben. Aber Herr Wolf, wie gesagt, der war schon 2008 beschlossen, dafür kann ich nichts, dann betreten Sie bitte mit Finanzreferenten, die vor mir der Fall war, so aufrechte Beschlüsse, die konnte ich auch nicht ändern, aber ich habe es gestoppt, sobald ich die Kompetenz dazu hatte. Aber das stimmt doch nicht, Sie haben es doch 5 Monate noch weiter bezahlt nach Ibiza. Jeder Trennungsprozess dauert auch eine gewisse aber Zeit. Das stimmt doch nicht, Herr Nepp, das hätten Sie doch in der Sekunde abstellen Herr können. Herr Wolf, es gibt Verträge, die sind einzuhalten, es gibt Kündigungsfristen, Sie die sind einzuhalten. Sie haben einen Vertrag mit Herrn Strache, dass Sie ihm einen Mietzuschuss bezahlen? Es gibt Mietverträge, die sind einzuhalten, es musste geklärt werden, mit wem wurde überhaupt dieser Mietvertrag damals 2008 geschlossen. Also Sie sehen, es gab einen gewissen Prozess, aber das Wichtigste ist, es ist gestoppt worden und ich habe damit aufgeräumt. Aber jetzt bin ich überrascht, heißt das, die Partei hatte die Wohnung gemietet von Herrn Strache? Es gab verschiedene Möglichkeiten. Herausgestellt hat sich, dass dann der Herr Strache das gemietet hat und wir zugeschossen haben. Aber bis das geklärt war, haben Sie 5 Monate gebraucht dafür? Verging natürlich eine gewisse Zeit und wir haben das gestoppt. Haben Sie auch ein Spesenkonto? Ich habe Repräsentationsaufwendungen für ganz normale Aufwendungen, wenn ich zum Beispiel auch Journalisten treffe auf ein Bier. Auch manche OS-Journalisten sind da dabei, das sind ganz normale Repräsentationen. Oder wenn man in einem Lokal eine Runde schmeißt, aber nicht mehr. Mietzuschuss? Nein, habe ich nicht. Nein, das ist vielleicht der große Unterschied zwischen Heinz-Christian Strache und mir auch. Gut, aber was Sie jedenfalls hatten, war eine gemeinsame Firma mit Herrn Strache, mit Herrn Gudenus und mit dem FPÖ-Abgeordneten Czank, die Imbeco GmbH, die wiederum Geld vom FPÖ-nahen Verein ISB bekommen hat, der wiederum von Novomatic gesponsert wurde. Liegt alles im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Wofür hat denn Ihre Firma Spendengelder der ISB bekommen? Ja, Wolf, ist ja wirklich rührend, dass Sie sich auch um eine private wirtschaftliche Situation kümmern. Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass Sie auch Unternehmensberater sind. Aber es ist ganz leicht zu erklären. Nämlich folgendermaßen, es wurde eine Gesellschaft gegründet, es wurde Geld veranlagt für ein Immobilienprojekt. Danach hat man sich wieder getrennt. Das ist alles komplett transparent abgelaufen. Ich habe alles auch dem Rechnungshof gemeldet. Was hat das mit ISB zu tun, mit diesem Verein? Ich habe es dem Unvereinbarkeitsausschuss gemeldet. Und es war sogar im Landtag, es war total öffentlich. Es war nicht geheim und nicht im Stillen. Und so eine Transparenz wünsche ich mir auch woanders. Ja, wenn wir über Transparenz nämlich jetzt reden, dann können wir gleich reden auch über ORF-Gehälter, die nicht transparent sind, über Nebenbeschäftigungen, die nicht transparent sind. Also können wir uns gerne auf so eine Debatte einlassen, aber ich glaube, das interessiert die Leute da draußen jetzt wirklich nicht, sondern um das politische Konzept für Wien. Ist jetzt möglicherweise ein bisschen gar billig. Irgendwie, ich wiederhole meine Frage nochmal, was hat Ihre Firma zu tun mit ISB? Warum haben Sie Spendengelder eines Vereins, der angeblich nichts mit der FPÖ zu tun hat, Herr Wolf, in Ihrer Firma mit Herrn Strache und Gudenus bekommen? Herr Wolf, ich war in dem operativen Geschäft nicht tätig, ich war reiner Kapitalgeber. Ja, das heißt, Sie können jetzt auch niemanden verantwortlich machen, der bei VW investiert, dass er dann für den Abgasskandal verantwortlich ist. Das ist vollkommen abstrus. Ich habe alles gemeldet, ich bin wieder ausgestiegen und das war's. Herr Nepp, nicht böse sein, aber VW hat viele, viele, viele tausend Aktionäre. Sie waren zu viert in der Firma.
Ja, ich war aber nicht im operativen Teil tätig. Also ich Sie wissen nicht, warum es dieses Geld von ISB gab? Ich war reiner Kapitalgeber und das war's. Sie wissen nicht, warum es dieses Geld gab von ISB? Nein, weiß ich nicht. Gibt es noch diesen anderen sehr berühmten Verein, Austria in Motion, einer dieser Vereine, die im Ibiza-Video vorkamen, an die die falsche Oligarchin spenden sollte. Dieser Verein hat auch offiziell mit der FPÖ nichts zu tun. Aber als er gegründet wurde, hat der Rechtsanwalt und FPÖ-Abgeordnete Chunk an Sie ein Mail geschrieben, wo er Sie um Genehmigung für den Namen und den Vereinszweck gefragt hat. Warum eigentlich? Herr Wolf, es ist gang und gäbe auch in anderen Parteien üblich, dass Vereine gegründet werden, wo Tätigkeiten ausgelagert werden, wo Thinktanks gegründet werden. Und hier wurde auch ein Verein gegründet, der sich ja auch mit der wirtschaftlichen Expertise auseinandersetzen sollte. Das war dieser Verein, aber der wurde gegründet, dann war er in der Privatwirtschaft dort tätig. Aber ich habe keine Ahnung, wer dorthin gespendet hat. Das war ja ein privatwirtschaftlicher Verein und mehr nicht. Aber Sie haben den Namen und den Zweck genehmigt. Es war damals auch im Auftrag der Partei, solche Vereine zu gründen. Das hatte nichts mit der Verein, mit der Partei zu tun. Schauen Sie, jeder Verein, jede Partei hat verschiedene Vereine. Es gibt auch das Renner-Institut, es gibt auch im ISB-Bereich Sicherheitsinstitute von anderen Fraktionen und anderen Parteien. Das ist etwas ganz Normales, also das ist jetzt nichts Verwerfliches. Und die SPÖ würde jetzt nicht behaupten, dass sie nichts mit dem Renner-Institut zu tun hat. Jetzt müssen Sie am 11. Oktober gegen Ihr einstiges Vorbild Strache kandidieren. Aber was unterscheidet Sie jetzt eigentlich inhaltlich? Können Sie mir da die zwei, drei wichtigsten Punkte nennen? Herr Strache konnte es nämlich nicht. Ja, also wohin sich die FPÖ von Herrn Strache unterscheiden will, da sollte es den Herrn Strache fragen, weil wir sind seit 60 Jahren das Original. Und wir sind das einzig rot-weiß-rote patriotische Gegengewicht, vor allem in Wien, zu diesem rot-grünen Irrsinn. Aber das sagt ja er, dass er das Original ist. Zu diesem Zuwanderungs... Ihm ist ja gar nichts eingefallen das letzte Mal, als er da gesessen ist. Ja, aber Ihnen fällt ja auch nichts ein, außer zu sagen, Sie sind das Original. Ich sage Ihnen das Konzept. Wir sind die einzig rot-weiß-rote Kraft, um gegen diesen politischen Islam in Wien aufzutreten. Wir sind die Einzigen, die für soziale Gerechtigkeit eintreten, wo wir wollen, dass ja der Gemeindebau zum Beispiel wieder nur mehr an Staatsbürger vergeben wird, wo die Mindestsicherung gekoppelt ist an die Staatsbürgerschaft, dass wir nicht hunderte Millionen pro Jahr an Leuten auszahlen, die das Geld dann eins zu eins überweisen. Aber alles unwidrig, wissen Sie. Herr Wolf, ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen, aber ich sage Ihnen eines. Wichtig ist diese Debatte darüber und die will ich führen, auch auf EU-Ebene. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo die Ressourcen knapp werden, sind wir Vorausdenker in dieser Position. Es wird viele, viele andere Länder geben, die genauso denken, dass es, wenn es zu einer Notsituation kommt, wenn es zu einer wirtschaftlichen Verknappung von Ressourcen kommt, dass man hier wieder den Staatsbürger bevorzugt. Ich habe heute auf der Website der FPÖ Wien ein Wahlprogramm gesucht, aber keins gefunden. Wäre das nicht für potenzielle Wähler hilfreich oder reicht Ihren Anhänger die Kurzversion Autofahrer rein, Ausländer raus? Herr Wolf, ich habe es Ihnen mitgenommen. Ja, Sie können es gerne anschauen. Das steht nicht auf Ihrer Website. Ja, weil wir es am Donnerstag auch erst präsentieren werden. Da müssen Sie vielleicht noch ein bisschen noch warten. Ich weiß, Sie sind sehr neugierig. Ja, ich hätte es so interessant gefunden warten. Für unser Gespräch. Ja, wir können gerne dann auch nächste Woche noch mal ein Gespräch führen, nämlich um die wirklichen Inhalte und nicht um die Vergangenheit, die eigentlich eh niemand interessiert. Und dann können wir gerne darüber reden, wie wir als starkes Gegengewicht wieder dieses Wiener Lebensgefühl den Menschen zurückgeben wollen. Denn ich komme viel herum in Wien. Ich tue durch den Gemeindebau, durch Heugen, durch Beiseln. Und alle sagen eigentlich, dass durch Rot-Grün seit 2015 dieses Wiener Lebensgefühl nicht mehr da ist. Und dieses Wien wollen wir wieder zurückholen, indem wir den Staatsbürger bevorzugen bei der Vergabe von Gemeindewohnungen, bei Sozialleistungen, bei der Familienbeihilfe. Gut, das hatten wir schon. Jetzt haben Sie im Mai das Coronavirus allen Ernstes Asylantenvirus genannt, als von knapp 2600 Fällen damals in Wien exakt 21, also weniger als 1% Asylwerber betroffen haben. Sie nennen die Schutzmasken Regierungsburka und Sie wollen über einen österreichischen EU-Austritt diskutieren. Man könnte den Eindruck gewinnen, Sie sagen momentan praktisch alles, um irgendwie noch in die Schlagzeilen zu kommen. Überhaupt nicht. Ich habe sogar recht behalten mit meiner Kritik über den Asylantenvirus. Auch wenn Sie da jetzt sagen, 2600 Menschen waren infiziert zu der Zeit. Ja, aber es ging um die Neuinfektionen. Und damals gab es einen Cluster im Bereich Erdberg im Asylheim. Und von dort hat sich das weiter ausgebreitet Richtung Messe, Richtung Postverteilerzentrum. Und es gab einen Asylcluster. Und Rot-Grün hat es am Anfang geleugnet. Medien, auch wieder ORF, sind über mich hergefallen. Aber im Endeffekt habe ich recht behalten. Asylantenvirus, ist Ihnen das nicht peinlich? Es ist doch der Cluster. Und warum hängen Sie sich jedes Mal an einem Wort auf? Bekämpfen Sie doch lieber da, was dahinter, wo das Versagen war. Dass das die rot-grüne Stadtregierung sogar Medien belogen hat und gesagt hat, nein, das gibt es nicht. Es sind nicht Menschen, Asylanten, von der Messe weggeflüchtet. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es dort einen riesen Polizeieinsatz gab. Und ja, potenzielle auch Corona-Träger sind um und um gelaufen durch ganz Wien. Das habe ich kritisiert, aber da muss man sich nicht an ihren Namen aufhängen. Ja, man könnte auch Wiener Virus sagen. Es waren deutlich mehr sozusagen... Aber dann würde Wiener infiziert als Asylheim. Aber bei der Denklogik wäre ganz Wien das Cluster, das war es nicht, das war Asylheim.
Ihre Kandidatin Ursula Stenzel würde wieder bei einer identitären Demo auftreten, hat sie gesagt, und sie findet die nicht alle rechtsextrem. Sehen Sie das auch so? Aber Herr Wolf, jetzt ganz ehrlich, da Frau Stenzel eine Nähe zum Antisemitismus vorwerfen. Ja, habe ich die jetzt irgendwas von Antisemitismus? Herr Wolf, die Frau Stenzel war 30 Jahre lang hier im Haus tätig. Ich glaube, die ist sogar hier am Sessel gesessen, hat die ZIP moderiert. Also es ist komplett absurd. Das, was die Frau Stenzel gesagt hat, ist, dass sie wieder an einer Veranstaltung teilnehmen würde, wo auch dieser Türkenbelagerung gedacht wird. Weil jetzt dieser politische Nepp, Islam jetzt selbstverständlich... Nepp, das stimmt selbstverständlich nicht, dass, sie hat das, gesagt, sie dass sie an einer Veranstaltung teilnehmen würde, die Identitären organisiert haben. Nein, sie wurde gefragt, ob sie wieder bei einer Gedenkveranstaltung teilnehmen würde. Und das würde sie. Und dieses Jahr machen wir eine Gedenkveranstaltung, um auf die Gefahren des politischen Islams aufmerksam machen zu machen. Machen wir es einfacher. Sind die Identitären für Sie rechtsextrem? Schauen Sie, eins kann ich Ihnen sagen. Ich bin nicht rechtsextrem, ich bin nicht linksextrem. Ja, und wie Sie jetzt die Identitären einstufen wollen, wie Sie sie einstufen wollen, wird mich interessieren. Es gibt politische Definitionen, politwissenschaftliche Definitionen, da wären Sie es nicht. Nach ORF-Definition, das wären Sie. Und nach Ihrer Definition? Ich sage Ihnen, ich beschäftige mich nicht mit den Identitären, weil mir die ziemlich wurscht sind. Ich beschäftige mich darum, dass wir jetzt einen tollen Wahlerfolg haben werden am 11. Oktober für die FPÖ. Und kann man bei den Identitären und bei der Wiener FPÖ sein? Nein, kann man nicht sein. Es gibt nur die FPÖ. Und bleiben wir beim Wahlerfolg. Sie haben Anfang des Jahres in etlichen Interviews immer dasselbe über Ihr Wahlziel am 11. Oktober gesagt, nämlich mehr als 20% und Platz 2. Sagen Sie das noch immer? Ja, wir sehen ja eines. Ich habe ja bei 6% die Partei übernommen aufgrund eben dieser Ibiza-Skandale und diesem System Strache. Und jetzt stehen wir bei 11, 12, 13% in den Umfragen. Das heißt, wir holen uns 1% eigentlich pro Woche zurück. Und jetzt sind wir schon im direkten Kampf um Platz 3 mit der Frau Hebein, die mit solchen Absurditäten wie mit dem Gürtelpool auffällt. Und selbst der Kanzler Kurz hat jetzt unlängst gesagt im ORF, sein Ziel ist 15%. Das heißt, es gibt einen Dreikampf. Und im Endeffekt wird sich Platz 2, 3, 4 entscheiden zwischen 15 und 20%. Und da ist selbstverständlich das Ziel, als starke rot-weiß-rote patriotische Kraft den Platz 2 zu erringen. Ist Ihr Wahlziel auch immer 20% plus? Das werden wir sehen. Wohin wir dann gestellt werden vom Wähler als starkes Gegenwicht? Ob das 12, 15, 20 oder mehr sind, entscheidet dann der Wähler am 11. Oktober. Gut, 12 ist schon ziemlich bescheiden nach 31 beim letzten Mal. Wo ist denn Ihre persönliche Schmerzgrenze, wo Sie sagen, das ist so eine Niederlage, da muss ich als Spitzenkandidat die Konsequenzen ziehen und zurücktreten? Also Schmerzgrenze habe ich nur beim Zahnarzt, aber nicht in der Politik. Und ich sage Ihnen eines, egal wo uns dann der Wähler hinstellt, ob mit 12, 15 oder 20%, wir werden ja die einzige Kraft sein, die gegen diesen rot-grünen Irrsinn anzieht. Denn, also Sie bleiben Blümel, egal, wie das Ergebnis ist. Der Herr Blümel hat ja schon gesagt, er möchte gar nicht nach Wien wechseln, interessiert Wien gar nicht. Ja, wer soll sich dann in Wien kümmern, starke Oppositionsarbeit zu machen? Haben wir mit dem Herrn Blümel besprochen. Egal, wie es ausgeht, Sie bleiben. Ich trete jetzt mal zum ersten Mal an und es wird ein hervorragendes Ergebnis werden, weil ich mit Leidenschaft für die Wiener kämpfe, weil ich für Leidenschaft, mit Leidenschaft Wien verbessern will. Gut. Letzte Frage, wenn dann Sie und das Team Strache im Gemeinderat sitzen, ist es denkbar, dass es eine Wiedervereinigung gibt? Heinz-Christian Strache wird nicht einziehen, weil er grundelt jetzt bei 2-3% herum. Ich glaube, der größte Konkurrent wird die Bierpartei sein. Aber insofern ist jede Stimme für Heinz-Christian Strache eine verlorene Stimme, weil er es nicht reinschafft. Meine Frage war, wenn er es hineinschafft, kann es eine Wiedervereinigung geben? Es ist nicht wahrscheinlich, beziehungsweise denkunmöglich, dass er reinkommt. Jetzt ist er bei 2-3%. Und was will der Wähler? Ist es denkunmöglich, dass es eine Wiedervereinigung der FPÖ mit Heinz-Christian Strache gibt? Herr Wolf, Sie müssen auch nach dem Wählerwillen fragen. Und was will der Wähler? Der Wähler möchte eine Stimme mit Nachhaltigkeit. Ich frage Sie nach Ihren Plänen. Ich frage Sie nach Ihren Plänen. Und nicht bei Heinz-Christian Strache. Und meine Frage ist eine Wiedervereinigung der FPÖ mit Heinz-Christian Strache denkbar? Also wenn es zu einer Wiedervereinigung kommt, dann am 11. Oktober im Freiheitlichen Lager, weil sich die Wähler hinter der FPÖ scheren. Warum antworten Sie mir nicht? Weil das denkunmöglich ist, eine Wiedervereinigung mit dem Herrn Strache. Das war die Frage. Danke für die Antwort. Gerne. Danke für den Besuch im Studio. Und nächsten Dienstag ist in unserer Interviewserie dann noch der Spitzenkandidat der Wiener SPÖ, Michael Ludwig, zu Gast hier im Studio. Und wir wechseln damit ins Ausland. Schon wieder ist in den USA ein Schwarzer durch Polizeischüsse gestorben. Diesmal wurde ein Radfahrer bei einer Polizeikontrolle in Los Angeles erschossen. Ein weiterer Fall, der die Proteste im Land anheizen dürfte. Wenig zur Beruhigung trägt auch der Präsident bei. Donald Trump ist am Abend nach Kenosha in Wisconsin gekommen, wo vor 9 Tagen der Afroamerikaner Jacob Blake von Polizisten schwer verletzt worden ist. Der Gouverneur und der Bürgermeister von Kenosha haben Trump ausdrücklich gebeten, auf einen Besuch zu verzichten. Aber der Präsident will Polizisten treffen und Schäden besichtigen, die bei den Protesten in den letzten Tagen entstanden sind. Die Familie des schwerverletzten Jacob Blake will Trump nicht besuchen. Zuletzt hat der Präsident jenen rechtsradikalen 17-Jährigen verteidigt, der 2 Teilnehmer der Proteste gegen Polizeigewalt erschossen hat. Und wir gehen jetzt live in die USA zu Hannelore Veit. Hannelore, Bürgermeister und Gouverneur haben Trump ausdrücklich gebeten, nicht nach Kenosha zu kommen. Er ist trotzdem dorthin gereist. Warum macht er das?
Es ist eine ganz klare Botschaft. Ich stehe für Law and Order, ich stehe für Recht und Ordnung. Trump hat sich in Kenosha auch nur mit Polizei, mit Behördenvertretern getroffen, nicht mit der Familie. Er behauptet, er habe die Nationalgarde gerufen, die alles beruhigt hat. Das stimmt nicht. Schon der Gouverneur, der demokratische Gouverneur, hat das vor ihm gemacht. Die Absicht dahinter ist auch relativ klar. Trump schürt Angst, Angst vor Gewalt, Angst vor Unruhen im Wahlkampf im Swing State Wisconsin. Er punktet damit ganz sicher bei seiner Wählerbasis, aber er versucht auch bei den berühmten Wählern in den Vorstädten, den gut situierten Wählern, bei den Frauen zu punkten. Seine Botschaft: Wenn ihr mich nicht wählt, dann kriegt ihr das Chaos. Trump hat Kenosha heute Abend 40 Millionen Dollar für mehr Sicherheit versprochen. Aber seine Kritiker behaupten, ganz im Gegensatz zu dem, was er sagt, gehe es ihm gar nicht darum, dass die Gewalt aufhört. Er hätte gar kein Interesse daran. Ist das plausibel? Das ist plausibel. Auch seine enge Beraterin Kellyanne Conway hat in einem Interview zugegeben, dass Trump von den Unruhen profitiert. Wir wissen, Trump hat ein Gespür dafür, was die Menschen hören wollen. Er schlägt immer wieder in dieselbe Kerbe. Er macht die Angst, macht die Gewalt, macht die Unruhen eigentlich erst zum wirklich großen Thema. Und er kann damit auch tatsächlich punkten. Wir sehen das an der Zustimmung für die Black Lives Matter Bewegung, die in den letzten Wochen gesunken ist, vor allem in der weißen Bevölkerung. Annelore Veit, vielen Dank für diese Analyse live aus Washington. Und wir berichten in dieser Sendung noch aus der Wiener Volksoper, die als erstes Bundestheater heute Abend die Corona-Spielsaison eröffnet hat, nach den Kurzmeldungen. Schon im Jänner könnten in Österreich die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Das verkündet Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen heute in einer Grundsatzrede. Im ORF-Report sagte Anschober am Abend: Mein Ziel ist, dass alle Interessierten in Österreich, und ich gehe davon aus, das werden über 50% der Bevölkerung sein, dass alle Interessierten in Österreich bis Sommer des kommenden Jahres geimpft sind. Die Lage des heimischen Arbeitsmarktes hat sich nach dem Corona-Lockdown im Frühjahr ein wenig erholt. Mit aktuell 423.000 Arbeitslosen ist die Zahl aber fast um ein Drittel höher als im vergangenen Jahr. Rund 450.000 befinden sich in Kurzarbeit. Saisonbedingt könnten die Zahlen im Herbst aber noch weiter steigen. Während der Ausschreitungen in Wien Favoriten Ende Juni soll der türkische Geheimdienst spioniert haben. Das verkündet Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP heute. Eine Person soll die Spionage bereits gestanden haben, so der Innenminister. Der Fall sei hochsensibel, weshalb keine Details veröffentlicht werden. Seit die Bundesregierung am 10. März Veranstaltungen in Innenräumen auf 100 Besucher beschränkt hat, waren alle größeren Theater im Land geschlossen. Aber jetzt sind die Corona-Beschränkungen wieder lockerer. Und als erstes Bundestheater hat die Wiener Volksoper heute Abend die Herbstsaison eröffnet. Unmittelbar davor wurde bekannt, dass der Vertrag von Direktor Robert Mayer nach 15 Jahren nicht mehr verlängert wird. Vorerst muss der Volksopernchef aber eine neue Spielzeit unter Corona-Auflagen organisieren. Und wie das heute Abend in der Praxis bei einer Fledermaus-Aufführung geklappt hat, berichtet Katharina Huemer. Man traut sich. Künstler, Technik und Leading-Team ebenso wie das Publikum. Nach monatelanger Sperre und jeder Menge digitalem Kunstgenuss freut man sich auf echte Bühnenluft. Ich habe mir die Karten schon Anfang August gekauft und habe mich sehr gefreut. Zeit wird. So. Wir sind schon gespannt, wie es drinnen funktioniert. Aber lassen wir uns überraschen. Einzelne Sektoren sind nach Farben geordnet und das Publikum aufgefordert, bis zum Ende im jeweils zugeordneten Sektor zu verweilen. Die Tickets sind personalisiert. Es gibt Pausen bei geschlossenen Buffets. Die Masken sollen durchgehend getragen werden. Die Regeln erklärt der Direktor humorig vor Beginn. Sollten Sie unmittelbar vor Beginn der Vorstellung vor sich einen schöneren, leeren Platz vorfinden, bitte wechseln Sie nicht. Künstlerinnen und Künstler werden wöchentlich getestet. Für alle anderen gilt: Abstand halten. Wir haben 6 verschiedene Eingänge, wir haben 6 verschiedene Farbsektoren. Und das wird heute der große Test, wie das alles funktionieren wird. Aber ich bin ein sehr großer Optimist und sage, es funktioniert. Statt 1.300 dürfen nur 900 Sitzplätze belegt werden. Der Verlust für die kommende Saison: 5 Millionen Euro.
Wir können das finanzieren durch Auflösung aller Reserven, die wir haben, auch Vorziehen von Zuschüssen unserer Tochtergesellschaft Art vor Art und natürlich auch durch die Unterstützung der Bundesregierung für die Bundestheater. Und ich hoffe, dass mit dieser Saison dann die Krise vorbei ist. Auf die Frage nach der Nichtverlängerung seiner Direktion reagiert Robert Mayer knapp. Das möchte ich heute nicht kommentieren. Das Publikum bei der heutigen Vorstellung ist happy. Es war ein anderes Gefühl, weil halt viel, viel weniger Leute sind. Aber es ist ganz toll, wieder da zu sein. Erstens einmal ist es eine hervorragende Aufführung. Und die Leiden, die der Besucher ertragen muss, sind durchaus machbar. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist, lautet ein berühmtes Zitat aus der Fledermaus. Für 3 Operettenstunden galt das heute auch für die Volksoper. Und morgen Abend ist übrigens Staatsoperndirektor Bogdan Roscic hier bei uns im Studio, der nächste Woche mit seiner Spielzeit beginnt. Und an dieser Stelle müssen wir uns für heute von den Zusehern auf Dreisat verabschieden. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Und wir schauen jetzt noch schnell auf die Wetteraussichten. Ein Tief hat heute Österreich mit kräftigem Regen überquert. Es kommt jetzt knapp nördlich von uns zu liegen und wird so auch in den kommenden Tagen unser Wetter beeinflussen. Morgen ist es von Oberösterreich bis ins Burgenland und in die Südsteiermark zeitweise sonnig. Sonst entstehen tagsüber wieder Schauer, lokal auch Gewitter. Der Wind lässt nach, es bleibt aber kühl. Am Donnerstag muss man besonders im Osten und Süden noch mit Schauern rechnen. Am Freitag bringt ein Hoch dann ruhiges Spätsommerwetter. Nach Frühnebel ist es sonnig und es wird wärmer. Und bei uns in ORF2 analysiert kreuz und quer jetzt eine der unangenehmsten Emotionen, die Frustration. Es ist das Gefühl des Scheiterns, wenn alle Anstrengungen umsonst waren. Frustration gehört zum Leben eines Menschen. Doch wer einen erweiterten Blick auf sein Dasein hat, muss sich nicht zwingend von frustrierenden Begebenheiten des Alltags kleinkriegen lassen. Die Möglichkeiten, die eigene Frustrationstoleranz zu trainieren, sind vielfältig. Eine Chance zu lernen und zu wachsen. ZIB2-Interviewer können das unterschreiben. Und die nächsten aktuellen Nachrichten, die bringt die ZIB-Nacht heute exakt um Mitternacht in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.